So, weiter im Text. Hallo, liebe Leute. Ey, ich hab dir beim letzten Mal schon gesagt, du sollst die Leute nicht so verwöhnen. Achso. Nicht? Ah, das ist ein bisschen doof, ey. Aber ich konnte nicht mehr stallen. Das stimmt. Ging nicht. Ja. So. Schauen wir mal, was ich hier so mache und so. Aber jetzt weißt du was. Oh, jetzt hast du es ja nicht so eilig. Die Rüstungsbrecher werden Ihnen präsentiert von Chaos Zwerg TV. Am Apfel, nichts ist. Außer wenn Chaos Zwerg TV immer die eigenen zeigt. Dann darfst du noch. Quicksnap. Ach ja, und der Ball geht wieder genau dahin. Moin. Quicksnap. Na gut, dann gehen wir hier noch einen Schritt nach vorne. Oh, ich glaube, er hier darf nochmal mit nach da. Und er? Nein, ihr Elfen, ich habe Angst vor euch. Völlig zu Recht im Übrigen. Ja, gehen wir nochmal einen Schritt nach rechts. Fängt ihn nicht. Da, jetzt kommt die Eins. Jetzt. Eins zu spät, mein Lieber. Aber habe ich schön gewürfelt gerade, oder? Ja, das war echt ein mega Zug. Vor allem nachdem direkt beim ersten Würfel der Reroll raus war, dachte ich, komm, ey, einmal muss es doch jetzt schief gehen. Bam! Aber war nicht. Oh ja, du weißt, der mag das. Bam! Ah. Ja, meine erste Verletzung. Ole, 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 ole. Ach, was bist du für ein Penner? Und dann noch sowas, ey. Super. Nochmal für alle, die sich nicht erinnert haben. Ich hatte 40.000 Gold nach dem letzten Spiel. Hat nicht für einen Apotheker gereicht. Und es geht weiter. Schön. Ole, ole, ole. Super, ey. Im ersten Spiel ein Toter, in dem Spiel einer mit weniger Agi. Und noch eine Rüstungsbrechung. Ist doch frech. Auf Ansage tatsächlich, ne? Nein. Boah. So. Heik, schon wieder Lust auf die zweite Halbzeit. Stell dich nicht so an. Doch. Sehr. So. Du stellst dich erstmal an Ball. Ach, aber ich soll mich nicht so anstellen, weißt du? Und der darf sich anstellen. Und er hier hat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles klar. 4 im Sinn. 3 dabei. Double Skull! Das würde ich jetzt mal unterstützen. Oh, natürlich. Unschöne Entwicklung in diesem ersten Zug. Drei Chancen, beim Scatter den Ball zu fangen. Skip. Los, fang den Ball! Fang den Ball! Nein, nicht, noch nicht! Niemals! Nein, 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 wieder zurück! Komm! Ah, doch nicht dahin! Da kann er ihn noch hinnehmen. Scheiße! Was ist denn das? Nehmen kann ich nicht, aber. Aber stören geht. Betrauerst du um deinen Lineman? Ja, was heißt trauern? Ich find's halt doof. Ja, Linemen brauchen Geschicklichkeit nicht so wirklich.
Ja, doch, die müssen immer rausdodgen, weil die immer an den Gegnern dran stehen den ganzen Tag. Seite natürlich nicht so doll aufmachen. Ja, ich mache sie eh auf. Wir kennen mich doch alle. Gehen wir hier einen zurück. Kommt natürlich nirgends hin, wo sich lohnt. Do it. Liegt er auf dem Boden. Zacko Primo, wunderbar. Bleibe bitte. Geh noch nach da. So, jetzt gehe ich noch da. Ah! Eins! Eins! Quatsch! Ah. Jetzt doch noch nicht. Zwei Go for it, Mann. Erst wenn es nachher wichtig wird, dann mache ich die Eins und jetzt doch noch nicht. Hör mal. Okay. Das ist natürlich jetzt offen. Ah, hätte ich einen Dichter dran gemusst. Shit, Mongo, ey. Na gut, dann muss ich mit meinem Mutant Runner. So was. Ja, aber ich muss leider. Das war jetzt ja ärgerlich. Ich habe Glück gehabt. Du stehst auf jeden Fall mal auf hier. Schafft er das? Auch nicht. Ja? Auch nicht. Haha. Zwerge sind so langsam, ne? Da sagst du was, Hefin. Daumen hoch, Zwerge sind so langsam. Also ich meinte natürlich Hashtag Zwerge sind so langsam. Das war zu erwarten. Oh, das auch ein bisschen tatsächlich. Supi. Bleibt da stehen, ja, so. Versucht die krasse Pillensammlung. Ja, muss jetzt ja irgendwann mal, ne? Und dann die Weglaufung, schafft es, easy peasy, kennt er nix. So. Jetzt müssen wir hier doch noch mal ein bisschen sicherer bauen. Sicherer. Dauert halt einfach so ein bisschen länger, ne? Wenn es mal wieder länger dauert, nimm den Snickers. Nur geschoben. Voll schön, besser als Gold. Kriege ich an der Stelle gar nicht. Das ist ein bisschen unangenehm. Auch du, Brutus, mein Sohn. Na gut. Du stehst mal auf, bitte. Sehr nett. Zwei Züge schon an die Pille verplempert.
Erinnerst du dich an unser Spiel aus der ersten? Erzähl mir was von Züge an die Pille verplempern. Da hatte ich aber Ratten. Ja, aber da habe ich 3 Züge gebraucht und hatte das Ding immer noch nicht in der Hand. Aber da hatte ich dann die Pille in deiner Touchdown-Zone. Ich erinnere mich. Ich nehme mal einen Bollo, ne? Stört dich ja nicht. Nö, nö, immer amüsier dich. So, wenn das... das würde gehen, aber dann... Aber dann geht das nicht mehr. Nee, das lassen wir mal schön. So, Ricola Apple Mint Sugarfree. Sehr gut. Geh mal... Weißt du was, der kann eigentlich einfach ein Dodge, aufstehen, ne? Erstmal. Dessen bin ich mir bewusst. Machen hier schon mal ein bisschen Gefahr auf. So. So, steh auf. Och, ist nicht dein Ernst. Das ist eine 1. Das ist nicht schlecht dein an der Ernst. Stelle, ne? Sehr schlecht. Ich möchte hier bitte noch ein bisschen weitermachen. Da geht der Ach, Roll sicherlich. Ach, Mann. Er liegt trotzdem auf dem Boden. Oh, ich hasse im Moment zweite Halbzeiten so sehr, ne? Ist doch nicht wahr. Dass der dabei nicht gestorben ist, wundert mich nur. Mich auch in der Tat. Ich finde, wir sollten nur eine Halbzeit spielen in Zukunft. Einigen wir uns auf 1-1. Okay. Ich habe nicht gesagt, dass ich mich darüber ärgere, dass er nicht gestorben ist. Ich habe mich nur gewundert. Ich komme mal hinterher. Hallo. Hi auch, na? Wie geht's dir? Kuscheliger Tag heute? Kennen wir uns? So, das muss jetzt klappen. Ja, klappt natürlich. GG easy. Folgen wir. Und da liegt er wieder auf dem Boden. So. Hashtag, der mag das. Ja, ein bisschen schlecht gestellt hier, stelle ich gerade fest. Ach, Quatsch. Ja, ne? Finde auch. Ginge schlimmer. Voll prima. Siehste, wie in Abrahams Schoß. Und dann haben wir hier noch so ein 1-1 auf den... Reicht? Natürlich. Natürlich. Dann haben wir hier ein 1-1 auf den. Das stimmt überhaupt nicht, das sind jetzt 2. Ah! Ups. Weißt du was? Wie du ja mutwillig die Massen anlügst. Husch, husch ins Elfenkörbchen. Ah, das ist natürlich ein bisschen unangenehm jetzt. Der stand da verhältnismäßig gut. Krieg ich da, krieg ich nicht. Okay. So, wenn ich das so mache, zack, zack, nee. Auch nicht. Auch nicht. Nein. Stell dich mal dahin ruhig. Was? Was ist denn da los? Ach, ist doch nicht dein Ernst, ey. Schiebe, komm hinterher. Komm, 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 komm. Ja, sicherlich. Hallo. Ach, natürlich, ey. Kann er nur schieben. Schiebt er nochmal? So nämlich. Schiebt nochmal.
Quatsch. Aber es folgt. Ist ein Zwerg. Die Rüstung hält nicht. Appel, aber nur gelähmt. Nichts Schlimmes. Das ist jetzt ja dumm. So. Da wollte ich doch durch. Na Mensch. Das ist natürlich nicht genug, ja. The world is not enough. Oh, ich habe noch 2 Minuten Zeit. Dann können wir noch reichlich überlegen. Würde ich einen Würfel kriegen? Malz, ich bin enttäuscht von dir. Von wem bist du jetzt enttäuscht? Von Malz. Der liegt da gestunt am Boden. Hat er sich auch verdient, so ein bisschen, ne? Muss dir klar sein. So, der ist natürlich leider sehr frei. Weißt du was? No risk, no fun tatsächlich. Was ist denn da los? Oh, das ist doch okay. Nehmen wir schieben. Das ist doch okay. Kommst du mit? Ja, sicherlich. Komm mit, lauf weg. So, komme ich eigentlich... Mit 2 Go-For-Its käme ich dahin. Möchte ich dahin? Eigentlich nicht, wa? Der hat natürlich so... Der ist jetzt... 2 im Sinn... Der ist immer noch frei, was unschön ist. Puh. Der kriegt da minus 1, aber der ist frei. Der hat immer noch einen Würfel, kriegt da. Der, das nervt. Dass der frei steht, nervt sehr, sehr. Da müsste ich hin. Oder da. Das ginge natürlich, ne? Ach komm. Klar. Scheiß. Ah, ist doch okay. Tja, ihr wisst jetzt natürlich alle, was kommt. Hand auf Erhalts und der rennt dann durch. Super. Hast du wieder super verteidigt, Steffin. Ja, du musst leider aufstehen. Das hilft nichts. So. Läuft. Unangenehm. Die Tricks hier. Die Rerolls hier. Oh. Warum geht bei dir nicht der Reroll schief? Hat doch bei mir so gut geklappt. Die bisschen doof. Aber der Blitz ist weg. Das habe ich auf der Habenseite. Mano. Würfel doch einmal schlecht, bitte. Was doch behindert so? Okay. Genau. Das würde ich machen. Ja, ich auch.
Oh, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Du bist dran. Ich weiß. Da liefen die Blogs ganz gut. Erzähl mir davon. Oh. Liegt da im Dreck, der Gagarin. Und womit? Schöne Sache, das. Auch mit Go for it. Ich freue mich total. Auch mit Go for it. Machen wir ohne. Läuft. Och Mann. Nimmt er den letzten Reroll? Natürlich nimmt er den. Ob ich das jetzt gemacht hätte? Du wärst mir einfach weggerannt jetzt. Stimmt ja gar nicht. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn jetzt ist hier los? Ey. Ja, oh. Und verletzt sich noch. Scheiß Journeyman, warum stirbt der nicht gleich? Hast du dir super ausgesucht, dein Journeyman. Ivor. Er kann sich ein Feld bewegen. Da. I'm good wizard. So. Och, bleiben Sie liegen, junger Herr. Och, ist nicht dein Ernst jetzt. Naffel! Das war Naffel. Oh, nichts Schlimmes, alles gut. Boah. Ja, das wäre ein bisschen ärgerlich gewesen. Da stimme ich dir zu. Na, ich habe bei den, den Catcher. Oder heißt der Runner bei den Dunkelelfen? Ich glaube, er ist Runner, ne? Den habe ich ja nur dabei für einen schnellen dritten Reroll, ne? Und mir ist das in der Open Liga, wo ich ja auch mit Dunkelelfen mal angefangen habe, so ein bisschen üben und rumpimmeln, ist der im ersten Spiel sehr, sehr früh raus und im zweiten Spiel hat er sich direkt verletzt, dass er ein Spiel verpasst und hat immer noch 0 SSP. Hm. Das ist genau. Und jetzt hier im ersten Spiel habe ich meinen Touchdown nicht geschafft und jetzt hat er immerhin schon mal 3 und das nächste Spiel wieder dabei. Das ist auch schon mal was wert. Aber so langsam wird die Unterzahl unangenehm.
ja sein Coin. Nein! Ha! So eine Kacke. Da habe ich mir ein Ei geschlägt. Scheiße. So, kriege ich da, kriege ich nicht. Ich könnte allerdings nicht Doppel so... Doppel-Eins. Hast du das schon mal gehört? Ich bin Elfenspieler. Ich hasse Doppel-Einsen. Ihr habt das sogar schon gewürfelt, dieses Spiel. Keine Sorge. Komm mir bekannt vor. Oh, das war aber schlecht. Shit. So, ich kriege... mit beiden Go-For-Its ohne Reroll. Ha. Ich glaube, nenne mich lieber den Einwürfelblock. Post down. Nee, natürlich nicht. Post down wäre mir auch okay gewesen. Scheiße. Na, ah, sicherlich. Nimmt ihn. Was denn er für ein Typ? Er halt. Warum? Ach so. Ach man! Schiebt ihn. Erzähl mir davon. Immer noch beide Go for it. Wie ist denn das passiert? Ah, das gibt's doch nicht. Sogar wenn ich Glück habe, habe ich noch Pech. Hasse diese zweite Halbzeit. Ich hasse zweite Halbzeiten in generell. Ohren, go for it, man. Ideen, dann kriegen wir immer einen. Dann kannst du ja wieder, kannst du ja wieder rausschieben. Kannst du sowieso. Handoff ist auch immer eine Option. Ach, weißt du was? Ach, ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Nicht verletzt? Wie ist denn das passiert? Guckt euch dieses Würfellock an, ey. 5 Einsen drin. Okay, 2 waren deine, aber okay. Und da ist er frei, siehst du. Ist er nicht. Stimmt, der hat nur 2 Aggi. Ha! Lauf, kleiner Zwergenmann.
Ach, was kostet die Welt? Jawollo! Auf den Sack! Oh, da könnte man natürlich jetzt... So kann ich nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wenn der aufsteht... Du stehst mal auf erstmal. So, zugestellt, zugestellt, zugestellt. Dann kriege ich hier zwei. Das ist schon mal gut. Aber möchte ich das? Du könntest von hier drauf nach da. Bringt mir nichts. Da habe ich nichts von. Rein vorsichtshalber. Ne, man weiß ja nie. Ist das dein Scoring-Thread? Richtig, richtig. Immer einen Touchdown-Reichweite, hat ein weiser Mann mal gesagt. Das stimmt. So, jetzt habe ich leider nur noch eine Minute 50, um mir Sachen aus... Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Muss ein Chinese gewesen sein. So. Glaube, ich brauche erstmal den da weg, damit ich überhaupt an Dinge denken kann. Oh, ist doch ganz gut. Das säge, ihr Lieben. Ich habe keinen Apotheker. Bleibe. Oh, ich finde, der hat sich den Tod redlich verdient. Ach, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde. Mit beiden Go for it. Auch mit Go for it. Na supi. Na supi. So, da kann ich... Oh, aber wenn ich jetzt... Den da... Dann würde er da schon mal stehen, wa? Immer noch ein Go for it. Warte mal. Ja, muss halt dann eins. So gehen. Ah, warum nicht? Das oh nee, jetzt habe ich... Oh nee. Das, ach, jetzt ist da aber frei. Da, den brauchte ich da auch. Mhm, das stimmt. Ach shit, ey. Ach Mann. Warte mal, aber die sind jetzt alle zugestellt. Ach, das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Denk dran, mein Zwerg hat Tackle. Ja, ist mir egal. Hast du jetzt nicht geblitzt? Doch. Ist ja nicht so, als hätte ich Dodge. Unschön. Sehr schön. Liegt am Boden. Lege dich da hin. Ich muss leider das zweite Go for it jetzt noch so nehmen. Sehr gut. So. Und hier krieg ich nur einen Würfel, weil ich doof bin. Dann nehmen wir den hier. Schöne Ding. Dahin. Und ich folge. Ja, ist doch ganz okay. Kriegt da. Natürlich kriegt er. So. Aber immerhin einmal würfeln mehr. Das machen wir ganz am Ende da. So. Der hier steht auch auf. Ich glaube, das sind meine besten Chancen hier. Außer, das hier ist ein Pau. Es ist nicht. Ist es nicht, jawohl. Das andere hätte auch gereicht. Ich weiß nicht, wie man das auf Englisch nennt. Ich habe noch keinen Dodge im Team. Du brauchst nicht zwingend Paus.
Ja, wunderbar. Ich könnte heulen hier. Ah, gut. Na, dann machen wir. Stellst du jetzt hier auf. Und dann gehen wir mit dir jetzt hier ohne Go for it, weil Doppel-Einsen passieren. Wem? Hä? Da gehen wir nochmal ran. So. Lars Miranda, den Sevilla. Zack. Jawohl. Glückwunsch. Geht danach. Da folgt er jetzt auch. Völlig überraschend. Du kleiner Zwerg. Ja, Glückwunsch zum Zwergen-Touchdown. Yay, danke. Der frech in zwei Tackle-Zonen auf die 6 gefangen hat mit einer 6. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. So ein frecher Zwerg. Dann habe ich auch noch nicht genug auf die Kettenschiebung aufgepasst, dass du ihn da wieder schön rausgeholt hast. Beziehungsweise ich wollte ja dann noch, aber war wieder die 1 dabei. Ach ja, mein Runner fehlt ja. Ich erinnere mich. Oh, da liegen 3 verletzt draußen. Eins war ich nicht. Ein bisschen nervig. Das warst du alles. Der Gegner würfelt immer die Rüstungsbrecher. Auch wenn sie beim Ausweichen passieren. Psst, doch, doch. Das können ihr ruhig alle hören. Tja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So ein Riot wäre jetzt gut. Überhaupt nicht. Ist das richtig, was ich hier mache? Ich glaube tatsächlich nicht. Du glaubst gar nicht, so wie gerne ich jetzt Kick hätte. Oh, das glaube ich dir sehr, sehr doll. Kicken wir mal in die Mitte. Schauen wir mal. Hinten links, Jung. Oh. Quick schnapp. Oh, diesmal darf ich schnappen. Oh, na gut, immerhin bin ich schon mal einen dichter dran. Ist nicht ganz links. Ist eher so Mitte. Aber hinten hat gepasst. Da. Das üben wir nochmal. Du gehst noch kleiner. Da. Was habe ich heute gelernt? Hobo? Warte. Du musst Hobo sagen. Ich kann ja jetzt so... Oh, da öffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Oh. Hm. Geh mal nach da. Und geh du mal nach da. Du mal hier. Sicher? Verhältnismäßig, ja. Weißt du, was jetzt gut wäre? Erster Block, Double Skull. Ach, das war jetzt doof. Das wäre tatsächlich überhaupt nicht gut, muss ich dir gestehen. Weißt du was, du gehst mal noch da. Na hier. Ach, voll immer das vor ihm. Sehr, sehr schön. Okay. Wie rum machen wir es jetzt? So rum, glaube ich. Ja. Block für den Blockgott. Super. Nach da. Folge. Der macht schon mal keinen Touchdown mehr. Das stimmt tatsächlich. Da hast du wahr. Möchte ich überhaupt? Möchte ich gar nicht. Weißt du was? Dann machen wir es so. Blitz it like it's hot. Das ist ein bisschen schade. Eins. Ah. Nö, nö, ich soll nicht. Geh mal nach da. So. Ach,
Ach Mann, ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch bitte. Der macht auch keinen Touchdown mehr. Ja, macht dich nur lustig. Der geht sogar noch zurück. Ja, schieb ihn weiter Richtung Touchdown-Reichweite. Du brauchst noch 7 Felder, bitte. Denk dran, es ist ein Lineman. Der kann nicht so weit laufen. Reicht aber. Habe ich dich wieder abgelenkt? Mach mir doch jetzt nicht noch fertig hier, ey. Schon schlimm genug, das jetzt die ganze machen Sache. Genau, den würde ich auch zuerst machen. Ah, schade, liegt der schon auch am Boden. Vergiss den Ball nicht. Kannst mich mal. Frage des Tages. Ach, das kriegst du ja mit deinen Bullen ein Problem. Aber was für eins? Shit, okay. Oh. Der dodgt nicht. Na sicherlich, und geht noch K.O. Ich hab wieder nicht eine Verletzung gemacht, dieses Spiel. Gut, ne? Mhm, läuft. Und ich habe noch nicht mal den scheiß Ball jetzt. So, du stehst auf. Du stehst auch auf. Du gehst dahin. Ja, da ist gut. So. Ne, geh mal mit da. Okay, so. Jetzt kommt bestimmt ein doubles Skull. Ah, das wäre jetzt sehr, sehr fein. Ah, ja. Nee, schieben reicht. Alles klar. Oder so ähnlich. Du gehst nach da. Stehe. Tatsächlich musst du nach da. So. Jetzt krieg ich natürlich ein Problem. Das ist jetzt auch ein bisschen unschön. Den hätte ich ganz gut gebrauchen können, den Mann.
Tackelzone aus der Hölle. Ist immer cool, wenn jemand die Flasche aufdreht, was trinkt und die Flasche wieder zudreht, während nichts gesagt wird. Das hört man dann besonders gut. Ach so, dann sag doch einfach mehr, während ich trinke. Ich muss leider ein bisschen nachdenken, weil es mein letzter Zug ist und ich irgendwie versuchen möchte, noch einen Touchdown zu machen. Also du brauchst vorne einen von den beiden Stehenden als Anspielstation. Das Wahrscheinlichste ist, den wegzublitzen. Oder du scheißt auf das und blitzt lieber vorne. Hat er dann genug Reichweite? Oh ja. Ja, der kommt so dahin, aber da kriege ich niemals einen Pass geworfen und mit dem anderen komme ich auch nicht raus, gedodged. 13 Felder kannst du passen. Aber da könnte ich blitzen. Da könnte ich blitzen. Das könnte, wenn das gut geht, dann geht auch der Rest gut. Und ja, das geht schon schief. Ach komm. Ja, Glückwunsch. Danke. Ich glaube, das Wahrscheinlichste wäre gewesen, wenn du oben mit dem Blitzer, der am Boden liegt, meinen Zwerg da noch weggenommen hättest. Bis zu dem hättest du ja erstmal den Pass werfen können. Dann hätte dein Blitzer schon mal ein SSP für einen Pass. Und dann hättest du einen Handoff machen müssen. Ja, das wäre tatsächlich dann das nächste gewesen. Ich hätte den weggeblitzt, hätte da den versucht und dann wäre ich darüber, aber. Ja. Naja. Naja, schade. Ivo will sich meinem Team anschließen. Verpiss dich, jetzt habe ich eine 2 in eine 1 gerollt. Ja, also das mit hast dem du Geld verdient, ist nicht so richtig. Das hast du dir verdient. Mein Runner ist MVP! Mein Runner ist MVP! Ich krieg einen dritten Reroll. Geil. Und bei mir schon wieder einer der Hopkobosen. Sehr, sehr gut. Ja, läuft nicht so. Läuft nicht so, sagte er nach 2 Siegen. Nachdem er gegen jemand gespielt hat, der jetzt 2-mal verloren hat. Läuft nicht so bei dir. Nee. Oh, hier kannst du deine Level-Ups verteilen. Ja, Level up, Level up, Level up. So, Speedy Finsales. Steige auf. Kleiner Freund. Natürlich, und ich würfel eine 10 und ein Pasch. Auf dem Runner, den ich für... Mach ich denn damit jetzt? Nee, das muss ich mir in Ruhe überlegen, Leute. Das kann ich euch jetzt leider nicht in der Aufnahme machen. Das dauert jetzt zu lange, das überlegen. Strongarm, Schmongarm. Der hätte die 10 gebraucht. Der hätte den Pasch gebraucht, der Blitzer. Schöner Blitzer mit Dings, das andere, wie heißt's? Mighty Blow, das wäre genau das, was ich jetzt brauche, aber nicht der scheiß Runner. Ja, der kriegt jetzt erstmal Dodge, nee, der kleine Blitzermann. So. Das ist auch wirklich das, was du bei Dunkelelfen nicht brauchst. Auf jedem anderen, ne? Aber auf dem scheiß Runner doch nicht. Wobei bei dem vielleicht sogar die Bewegungsreichweite noch attraktiv ist. Aber wie gesagt, meine Lieben, das muss ich mir in Ruhe überlegen. Das erfahrt ihr dann erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Blood Bowl 2 in Hobbys Liga. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich danke dir, Mann, was denn hier los? Ich bedanke mich bei dir fürs Spiel. Nochmal Glückwunsch zum Sieg. Und wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Und ich sage Tschüssli Müsli. Schön. Gerade sagen, muss auch Tschüss sagen. Tschö, ich hab Tschö gesagt, ja. Ja, ich wollte es aber. Tschüss. Tschüss.